Leipzig. Feuerdramen nahe der Eisenbahnstraße. Kurz vor 13 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Neustädter Straße ein Feuer aus. Feuerwehr und Polizei evakuieren derzeit das Haus. Die Eisenbahnstraße ist derzeit voll gesperrt. Nach ersten Informationen der Feuerwehr begann der Brand offenbar im Treppenhaus. Giftiger Qualm breitete sich schnell in den oberen Etagen aus. Die Feuerwehr begann sofort, mehrere Menschen über eine Drehleiter von den Balkonen zu retten. Stand 14 Uhr wurden 5 Personen, darunter 2 Kleinkinder, in Sicherheit gebracht.